In diesem Video möchte ich dir drei Tipps geben, die jeder auf dem Radar haben sollte, der sein Gewicht nachhaltig reduzieren möchte oder es halten möchte, auch noch im Alter. Ebenfalls erkläre ich den Grund, wieso im Alter es immer schwieriger ist, sein Gewicht zu halten. Es wird spannend. Genau genommen sind es meine Anwendungsmaßnahmen, ja, die ich praktiziere, um mein Gewicht so gesehen zu halten. Über den Winter ist man oft nicht so aktiv und verbringt viel Zeit im Innenraum. Aber mal abgesehen davon scheint es wie eine Ausrede zu sein, denn in Deutschland sind rund 2/3, das heißt 67% der Männer und fast die Hälfte der Frauen, das heißt 53% der Frauen, übergewichtig, ein BMI über 25. Ein Viertel der Erwachsenen sind stark übergewichtig, das heißt adipös, ein BMI über 30. Und immerhin 23% der Männer und 24% der Frauen, ja, haben diese Manifestation bei sich zu verzeichnen, ja, adipös, ja. Diese Tendenz nimmt im Alter immer weiter zu und das ist fatal. Das korreliert sehr stark damit, dass die Schilddrüsenfunktion ebenfalls im Alter kausal abnimmt. Dies ist wichtig zu verstehen. Das ist die Schilddrüse, dass die Schilddrüse quasi unseren Stoffwechsel überhaupt erst steuert, ja? So. Und steuert, ob wir abnehmen oder halt eben zunehmen. Deshalb Tipp Nummer 1. Und damit der wichtigste Tipp. Denn du kannst noch so viel Sport machen oder Diät machen, wenn deine Schilddrüse nicht alle Nährstoffe hat, die sie braucht, wirst du nicht abnehmen. Ja, oder bei einer eine Fliege verschluckt. Oder bei einer Überfunktion dementsprechend wirst du zu viel abnehmen, ja. Wie die Schilddrüse das genau macht, habe ich hier in diesem Video einmal ganz genau erklärt. Ja, das würde jetzt aber hier zu weit führen, das genauestens so nochmal aufzubröseln, ja. Deshalb ganz kurz. Die Schilddrüse baut Natrium-Kalium-Pumpen in die Membran ein, so dass der Energieverbrauch dadurch steigt. Denn diese Pumpen verbrauchen in ihrer Tätigkeit viel ATP, Adenosintriphosphat, der universelle Energieträger bei uns im Körper. Die Aufgabe der Pumpe ist es, Natrium aus dem Zellinneren heraus zu befördern. Das ist wichtig zum Beispiel bei der Zuckeraufnahme oder auch bei der Nervenreizweiterleitung und so weiter. Halten wir fest, über 2/3 in Deutschland sind übergewichtig. Und es wird noch schlimmer mit dem Alter halt, ja. Die Schilddrüsenunterfunktion korreliert damit 1:1, ja, die ebenfalls die Ursache sein könnte und deren Funktion abnimmt im Alter, ja. Denn diese steuert unseren Stoffwechsel. Determinierend. Da liegt es auf der Hand, sich um seine Schilddrüse zu kümmern. Denn Prävention ist 100-mal besser als Nachsorge. Wenn es zu spät ist, ist schlecht, ja. Da wir aber nicht alle alt sind, gibt es noch zwei Möglichkeiten, wieso der Stoffwechsel vieler Leute nicht funktioniert, wenn man sich aufs Alter schieben will. Und wie genau, das erkläre ich euch hier. Und zwar, das sind diese Mängel, ja, der wichtigen Kofaktoren für die Schilddrüse. Ja. Diese Unterversorgung dieser Schilddrüsen-Kofaktoren zieht sich statistisch durch Deutschland. Das zeige ich euch ja mal hier wirklich kausal. Kurzfassung, Jod braucht die Schilddrüse, da sie daraus Schilddrüsenhormone bildet. T3, 3 Jodatome, T4 Thyroxin, ja, dementsprechend das Medikament auch, 4 Jodatome, daher der Name T3, T4. Die Daten zeigen, dass etwa 30% der einbezogenen Erwachsenen und 44% der einbezogenen Kinder und Jugendlichen in Deutschland eine Jodzufuhr unterhalb der geschätzten mittleren Bedarfs quasi aufzuweisen hat und somit dem gesundheitlichen Risiko für eine unzureichende Jodversorgung unterliegen. Ja, gehörst du auch dazu, ist die Fragezeichen. Wie oft isst du Algen und diese ganzen Sachen? Ja, Selen wird benötigt, um T4, Thyroxin, in das aktive Schilddrüsenhormon T3, Triiodthyronin, umzuwandeln. Da das Enzym Deodase selenabhängig ist. Und Vitamin A ist sehr wichtig, damit das aktive Schilddrüsenhormon im Zellkern andocken kann und unsere Zellen erstmal beeinflussen und den Stoffwechsel. Der Retinol-X-Rezeptor heißt der. In den vorliegenden deutschen Verzehrstudien wurde die Selenzufuhr bislang nicht erhoben. Auf Grundlage von Daten aus Deutschland und anderen europäischen Ländern hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, in einer eigenen Datenbank die durchschnittliche Selenzufuhr geschätzt. Bei Erwachsenen beträgt sie demnach zwischen 31 und 66 Mikrogramm pro Tag, laut der DGE. Nach diesen Werten liegt die geschätzte Versorgung teilweise unterhalb des empfohlenen Referenzwertes. Aus mehreren europäischen Ländern liegen Daten vor, die zeigen, dass etwa 80% der Erwachsenen Selenkonzentrationen aufweisen, die 20-50% unter den Empfehlungen von 70 Mikrogramm pro Tag liegen. Ja? Und man muss sich hier überlegen, die sind quasi gemessen an den Werten der DGE, ja? Die ebenfalls einem einjährigen Kind, das gerade noch ein Säugling war, genauso viel Vitamin D empfehlen wie einem 30-jährigen Mann, ich bin 35, ja, der 7-mal so viel Blut hat quasi, ja.
Daher denke ich, sind Optimalwerte noch in einem ganz anderen Bereich, wovon wir hier reden. Aber selbst da sind die, glaube ich, ganz weit von entfernt. Ja? Wenn man glaubt, dass man mit Paranüssen essen durch ist, hat sich leider geschnitten. Denn die Schwankungen von förmlich 0 Milligramm pro Kilogramm zu 100 Milligramm pro Kilogramm, je nachdem, wo sie herkommen, angebaut werden und wie die Bodenbeschaffenheit ist, ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Ja? Ich könnte mir kein Szenario vorstellen, wo diese Bodenbeschaffenheit übrigens heutzutage besser wird. Ja. Die Versorgung mit Vitamin A, ja, aus Vitamin A und Provitamin A, ja, ist bei den üblichen Ernährungsgewohnheiten im Durchschnitt gut. DGE. 15% der Männer und 10% der Frauen erreichen in Deutschland die empfohlene Tageszufuhr von Retinol-Äquivalenten jedoch nicht. Und bei Frauen, das Eisen ist sicherlich auch ein Riesenproblem, welches ebenfalls sehr wichtig ist für die Thyroperoxidase, ja? Die Jodatome an die Aminosäure Tyrosin überhaupt erstmal heftet. Ja? So, sie produziert quasi dadurch auch Schilddrüsenhormone. Ja? Die Thyroperoxidase ist ein Hemperoxidase und damit eisenabhängig und unter anderem auch Calcium. Ja? Also Fazit, Deutschland ist alles andere als ausreichend versorgt mit Kofaktoren der Schilddrüse, die aber determinierend den Stoffwechsel bestimmen bei uns im Organismus. Da, wer abnehmen will, sollte seine Schilddrüsenwerte quasi optimieren, aber auch die Kofaktoren, die Versorgung damit optimieren. Ja, ich persönlich nehme hier ein Produkt, das kann ich hier mal einblenden, von Puracell. Ja, da sind alle wichtigen Nährstoffe im perfekten Verhältnis abgestimmt zur Prävention, nehme ich es. Ja, kann sich jeder mal anschauen. Ist wirklich mega. Ja, verlinke ich euch unten. Kommen wir zu Tipp 2. Intermittierendes Fasten, aber anders als es andere tun. Die meisten praktizieren das Fasten so, dass die 8 Stunden quasi essen und 16 Stunden nichts essen. Das hat bei mir aber nicht ganz gereicht, um wirklich Erfolge zu haben. Wichtig ist, dass man die Kalorienmenge quasi gleichbleibend hält, da nur die Frequenz, das heißt, wie oft man isst, quasi nach unten schraubt. Ja? So, ich mache es so, ja, wie gesagt, das habe ich mir langfristig aufgebaut. Ja? Das ist mein Hormonsystem quasi wirklich maximal reguliert hat und damit geht es mir wirklich prima. Ja? Jeder kann das machen, wie er will und wie er schafft. Bitte kein Beispiel an mir direkt nehmen. Aber je längere Pausen zwischen den Mahlzeiten, desto besser ist es für euch. So habe ich es in den Studien herausgefunden. Wenn ihr eure Kalorien trotzdem erreicht, ja, ist es sehr, sehr wichtig, ja, das aufrechtzuerhalten. Ich esse um 12 Uhr meine erste Mahlzeit und um 20 Uhr meine zweite Mahlzeit, meine letzte Mahlzeit. Ja? So. Und dann esse ich erst wieder um 12 Uhr am nächsten Tag. Das heißt, ich faste 16 Stunden und nochmal knapp 7 Stunden zwischen den einzelnen Mahlzeiten, da ich nur 2 Mahlzeiten am Tag habe, um 12 und um 20 Uhr. Das kann nicht jeder sofort, aber ich habe das mit Training quasi hinbekommen, immer pro Woche eine Stunde quasi kürzer gefastet. Ja? Doch wieso das so stark wirkend ist, das zeige ich euch ja mal hier. Es geht nämlich um 3 Hormone. Ja? Das erste ist das Leptin. Ja? Es wird von dem Darm und den Magenzellen sezerniert. Ja? Diese ist unser Sättigungshormon, das Leptin, ja? Das Leptin. Das zweite ist das Ghrelin. Das ist ein appetitanregendes Enzym, ja? Hormon. Und das wird von den Fettzellen abgesondert, ja? Was wichtig ist. Je kleiner die Fettzellen, ja, desto weniger wird auch dementsprechend abgesondert. Ja? So, auch sehr, sehr wichtig. Ja? Dann noch das Insulin, welches Nährstoffe aus der Zelle, aus dem Blut in die Zelle quasi katapultiert. Ja? Je länger wir nichts essen, desto weniger wird von diesem Hormon ausgeschüttet. Ja? So, wenn man dann wieder Nahrung zuführt, reagieren die Zellen sehr, sehr stark und sensibel darauf. Ja? Die Abwesenheit von Sättigungshormonen durch das Fasten führt zu schnellerer Sättigung. Denn die Zellen sind viel weniger an dieses Hormon gewöhnt. Anders bei Ghrelin. Wenn wir ständig essen, schütten wir davon wenig aus. Wenn wir fasten, schütten wir davon viel aus. Und desto mehr gewöhnen sich auch unsere Zellen daran. Und so fällt es uns immer leichter weiter, auch dieses Fasten aufrechtzuerhalten. Ja? Und desto weniger verspürst du dementsprechend auch Hunger. Insulin sorgt ebenfalls für eine Sättigung und hilft deinen Zellen, die Nährstoffe mit Nährstoffen quasi zu versorgen, den Zucker aufzunehmen aus dem Blut. Ja? Denn eine Insulinresistenz deiner Zellen führt zu Unterzuckerung der Zellen und zu einer Überzuckerung des Blutes. Und nämlich ständigen Hunger, ja, da deine Zellen quasi dort nicht wirklich ankommt halt, ja. Abwesenheit von Nahrung sensibilisiert deine Zellen wieder darauf, sodass das Hormon quasi besser arbeitet und deine Zellen besser versorgt sind und du weniger allgemein auch Hunger hast, weil die Zellen wirklich versorgt sind. Drittens, Intervallsport. Dafür braucht man nur 10 Minuten morgens, um den Puls richtig hoch zu bekommen.
Das kann Laufen sein, das kann Tabata-Übungen sein. Könnt ihr mal gucken, da gibt es verschiedene Apps, ja, oder auch einfache Workouts, die ihr auf YouTube einfach euch anschauen könnt, ja. Es ist wirklich sehr, sehr leicht und man kann wirklich sehr leicht mitmachen, wirklich 10 Minuten, ja. Der Grund morgens, durch den Cortisolspiegel, der Anstieg, das ist quasi ein Stresshormon, kommt es zur Freisetzung von Zucker aus der Leber, ja, über das Glukagon. Dieser Zucker sollte verbrannt werden morgens, am besten direkt, ja, damit die Leber wieder hungrig ist, auf neuen Zucker quasi und dieser nicht in eure Fettdepots landet, sondern in der Leber. Ja? Doch wieso nicht normales Ausdauertraining? Das geht auch, nur da braucht es viel, viel länger. Ja? So, und es gibt eine sehr interessante Studie, wo verschiedene Gruppen quasi gebildet wurden, die die gleiche Leistung erbracht haben in den verschiedenen Ausdauerübungen. Ja? Aber verschiedene Arten einfach, ja, wie zum Beispiel schnelles Sport machen, Intervalltraining und so weiter, ja. Dabei wurde die Stoffwechselaktivität anhand der Sauerstoffverbrauch gemessen, ja. Der Grund, wieso du atmest, ist dein Stoffwechsel, der aus dem Sauerstoff, den du atmest, um NADH, das aus der Nahrung kommt, ja, Energie herstellt in Form von ATP und CO2 entsteht auch, was du ausatmest und Wasser entsteht halt, ja. Wir produzieren jeden Tag auch irgendwas große Mengen Wasser, ja. Wir sehen, dass die Intervallsportgruppe statistisch signifikant die höchste Stoffwechselraten hatten. Doch damit ist es nicht getan, denn der Stoffwechsel bleibt sogar im Vergleich zu anderen Sportarten bis zu 36 Stunden danach noch statistisch signifikant erhöht. Ja? Da hat man mit extrem wenig Zeit extrem viel Stoffwechselaktivität quasi hier bekommen. Ja? Kommen wir zum Fazit. Ja? Die Schilddrüse aktiv halten, ja, mit ihren wichtigen Kofaktoren, die immer noch in Deutschland meines Erachtens nicht ausreichend versorgt sind die Menschen damit, ja. Verlinke euch gerne unten mal mein Produkt, ja. 4 Milliliter internationale Einheiten pro Liter TSH-Wert ist noch in der Norm, wird aber heutzutage schon in der neuesten Wissenschaft als Unterfunktion betitelt, ja, oder deklariert, ja. Und eher Maximalwerte von 2 bis 2,5 schon eher so in die kritische Richtung gehen, ja. Aber das in der Schulmedizin sind wir da noch nicht angekommen. Aber das wird noch kommen, ja. Längere Pausen zwischen den Mahlzeiten, um seinen Hormonhaushalt und die Sättigungshormone wieder zu regulieren und zu einem gesunden Hungergefühl zu finden. So wie von der Fettverbrennung besser zu profitieren durch die Lipolyse, weil man ein bisschen längere Zeit auch nichts isst, ne. Morgendlicher Sport 10 Minuten kann bis zu 36 Stunden den Stoffwechsel oben halten, wenn die Sportaktivität im Intervalltraining mit hohem Puls durchgeführt ist. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Wenn das so ist, könnt ihr mich sehr gerne unterstützen. Ja, ich will keine Spenden haben, denn es gibt Menschen, denen geht es schlechter als mir. Sowas möchte ich nicht zu dieser Zeit. Aber ihr könnt mich unterstützen auf purazell.de, da bekommt ihr die besten Produkte für eure Gesundheit und so haben wir beide etwas davon, eine Win-Win-Situation. Dankeschön für deinen Support, bis gleich auf purazell.de und wir sehen uns im nächsten Video.